So, hi und hallo mal wieder. Und ja, heute ist wieder Mittwoch. Das bedeutet De-Augustini-Tag. Und was? Natürlich Star Wars. Bau dein X-Wing. Ausgabe 44. Ja, noch 6 Wochen, dann ist mal wieder Halbzeit. Aber nichtsdestotrotz geht es ja heute um die 44 und was da alles drin steckt und wie hoch der Bastelspaß ist. Das möchte ich euch gerne zeigen. Ups, ziemlich viel Krümel da drin. Aber wer meine Videos kennt, weiß, ich fange immer mit das Magazin an. Und diesmal ist es eben Star Wars Bau den X-Wing Ausgabe 44. Aber jetzt blättern wir mal rum, weil das sind ja wirklich schöne, feine oder ältere Zeichnungen. Aufzeichnung und. Da bin ich immer so von begeistert. Zwar nicht von allen, das gebe ich auch offen und ehrlich zu, aber ab und zu richtig. Und ihr seht schon, und ich spüre es, das Magazin ist gleich zu Ende. Und dann fängt der Baumbastelspaß an. Das ist ja diesmal, was in 44 drin ist. Und dann bedeutet das 1, 2, 3, 4, 5 Seiten Bastelspaß. Ja, aber ihr habt es jetzt schon gesehen. Es ist praktisch all das, was wir schon gemacht haben. Das Aufwendigste sind die feinen kleinen Details. Ihr seht es, dann natürlich das Kabel einbinden und den Birnen- oder Lampencheck machen. Und dann war es das auch. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt mal das Bauteiletütchen Nummer 44 an. Machen wir erstmal die unterste auf oder die unterste Kammer auf. Da sind ja die größten Teile drin, nämlich insgesamt 1, 2, das war's. Dann die mittlere Kammer, wo auch nur ein Paket drin ist oder ein Plastikbehälter, wo eben lose drin ist. Die Plastikscheibe, die hier eingesetzt wird. Die Verblendung. Die Lampenhalterung oder die Birnenhalterung. Das Kabel mit der Birne. Hier vorne ist ja ganz zart die Birne drauf. Und natürlich die ganzen Einzelteile, die drauf gesteckt oder geklebt werden. All das baue ich jetzt erstmal zusammen. Wenn was Wichtiges ist, melde ich mich natürlich eher wieder. Ansonsten bis gleich. So, ich muss mich natürlich einmal zwischendurch melden. Ihr seht, ich habe alles zusammengebaut und zusammengesteckt. Es sind natürlich richtig coole Feinheiten. Ihr seht es selber. Aber bevor ich jetzt die Birne und das Kabel hier durch fixiere und dann zusammenbaue, müsst ihr eins natürlich erst machen. Und was? Den Birnentest. Ob das heile ist, das Kabel heile ist, die Birne heile ist oder ob es irgendwo abgeknickt war. Also, das machen wir natürlich jetzt auch. Und ihr seht, die Birne leuchtet. Es funktioniert. Also, dann steht natürlich den weiteren Einbau nichts mehr im Wege. Und das werde ich natürlich jetzt tun und sage nochmals bis gleich. So, und wenn alles fertig zusammengebaut ist und zusammengesteckt ist, sollte es so aussehen. Richtig schöne Details, aber das kennen wir ja. Ihr seht es hier und hier richtig zusammen. Keine Fuge drinne. Sieht richtig genial aus. Dann das Kabel. Natürlich nochmal testen, ob ihr es innen drinne irgendwo verklemmt habt. Reinstecken. Na, doch so rum. Und ihr seht, es leuchtet weiterhin, also ist das Kabel nicht kaputt gegangen. Es passt einfach. Normalerweise könnten wir jetzt dieses Kabel hier durchziehen, so anbringen, weil das kommt ja so hin. Aber wir warten natürlich in das Heft Nummer 45 ab. Da sind ja auch noch ein paar kleine Teile. Vielleicht kommt es dann so zusammengebaut. Aber wie gesagt, vielleicht nur vielleicht. Aber da kommt es auf jeden Fall hin.
So, und ihr schreibt mir jetzt auf jeden Fall wieder alles in die Kommentare, wie ihr es findet, was ihr davon haltet. Ob ihr alle, die mitbauen, ob ihr auch schon so weit seid oder immer ein paar Wochen wartet, hat man natürlich viel mehr Bau- und Bastelspaß. Bei mir ging er natürlich wieder ruckzuck vorbei. Und deswegen sage ich wie immer, bis nächsten Mittwoch, guckt hin und schaut zu.